Hallo, schön, dass ihr zugeschaltet, schön, dass ihr eingeschaltet, schön, dass ihr beim Medienkanzler vorbeischaut. Der Medienkanzler, ja, der hat da was gemacht. Und zwar hat er gesagt, ihr dürft Fragen stellen. Und ich habe soeben hier das Arbeitsgerät. In der heutigen Zeit hat ja jeder so ein Arbeitsgerät. Ja, ihr stellt also Fragen und ich versuche sie jetzt zu beantworten. So, meine lieben Freunde, es freut mich schon, dass ihr den Medienkanzler mögt und dass ihr ihm wirklich Fragen gestellt habt. Die, die ihn nicht mögen, naja, an alle 3 Milliarden, die seit 1996 mittlerweile online, 1996 CeBIT, wurde jetzt vorgestellt, AOL, ICQ, Skype und wie sie alle geheißen haben. Ja, 1996 hätte man nicht gedacht, dass jetzt 3 Milliarden zuschauen könnten. Ja, 3 Milliarden könnten zuschauen, aber wir sind Deutsche und Deutsche sind das Schlusslicht im Internet. Warum ich dieses Video gemacht habe jetzt hier, nicht nur um die Fragen zu beantworten, die ihr hier gestellt habt, ich blende auch unten ein, wo ihr demnächst die Fragen stellen könnt, weil ihr habt das Postfach zugemüllt. Okay, nein, ich freue mich ja wirklich, dass er geschrieben hat, auch die Bösen, die ganz Bösen, weil 3 Milliarden. 3 Milliarden Menschen online. Von 7 Milliarden auf diesem Planeten. Circa, alles circa. 1996 hat AOL das auf den Weg gebracht mit anderen. In England fing ja alles an. In England der 70er Jahre ging es los und ich hatte das große Glück dabei gewesen zu sein und jetzt habe ich mein Alter, unschwer zu erkennen. Mittlerweile werde ich selber zur Baustelle. Ja, ist halt so, das Leben geht an keinem vorüber. Soeben ist mit 54 Jahren einer der FDP großen Größen, 18% gelbes Auto, Guido Westerwelle, verstorben. Es geht ruckzuck. Weil es ruckzuck geht, bin ich auch bereit, einigen Ärzten guten Tag zu sagen. Sehr ungern. Noch, toi toi toi, ich hau auf Klotz, Holz und was weiß ich nicht alles. Noch gesund. Ich habe mich also untersuchen lassen, aber trotzdem Baustelle, weil einiges halt schon mal passiert. Das ist immer auch so beim Kern dieses Videos. Ich habe keine Ahnung, wie lange dieses Video jetzt wird, weil euer Medienkanzler jetzt in die Plauderstunde gerät, weil er jetzt versucht, alle Fragen zu beantworten. Die erste, nein, die Brillen werden nicht bei Fielmann gekauft, sondern bei Apollo, Quelle. Nee, auch nicht, sondern da, wo sie mir gefallen. Okay. Richtig, zweite Frage, die Firma gibt es wirklich, aber ihr müsst die trennen. Ja, das haben viele nicht gemacht. Auf der einen Seite gibt es das Copyhaus, das sagt das Wort schon, Copy and More. Da ist alles zu haben, was mit Kopien zu tun hat. Arbeiten am PC etc. pp. Also das, was ich jetzt hier auch mache, an einem PC arbeiten und so weiter, auch im Internet. So, und dann gibt es das Medienhaus. Das Medienhaus. Keine Ahnung, wie ihr euch das vorstellt. Wir sind keine Sender, die Zeiten sind vorbei. Und Dudu.de Community, 6,8 Millionen Zuschauer. Auf 98,5 Ost Astra Digital. Hallo, wisst ihr überhaupt, wie teuer? Das ist eine Menge an Geld. So, worauf wollte ich hinaus? Deswegen bin ich ja mit 1996 eingestiegen. 1996 fing ja alles an mit Online. So, 1999 haben wir jedem Kunden gesagt, seid vorsichtig im Internet. Heute 2016 muss ich es keinem sagen. Heute, 2016, gehört Google und Facebook das Ganze. So sieht's aus. Wie wir alle noch am Rumdaddeln waren und Spaß hatten, vor allen Dingen in der Community und du.de Community von web.de. Die Firma gibt's immer noch und somit ist der Medienkanzler immer noch bei web.de. Die Frage wurde soeben auch beantwortet. Also der Fragenkatalog ist riesig. Ich kann den Fragenkatalog jetzt nicht in diesem Video komplett und ob ich diesen Fragenkatalog hier nochmal so ausführlich, ausdehnlich kommentieren werde, weiß ich nicht. Weil ich angeschrieben wurde, denn eine junge Frau kenne ich schon seit 2008 digital. Der Medienkanzler gehört zu Nordrhein-Westfalen, unterliegt dem Landesgrundgesetz von Nordrhein-Westfalen. Und hat eine Chefin, die heißt Hannelore Kraft, Ministerpräsidentin in Düsseldorf. So, da gehört der Medienkanzler hin, bürgerlich, weil er dort gemeldet. So sieht's aus. Die Firma ist auch in Nordrhein-Westfalen, in der Kulturhauptstadt 2010. Im Jahre 2010 ist diese Kulturhauptstadt gegründet worden.
Ja, der Medikasse war dabei und hat kräftig mitgemacht und somit ist dann auch diese Firma im Duett entstanden. Links Copyhouse, rechts Medienhaus. Ja, seit 2010. Das sind jetzt also 6 Jahre und vorher halt 2008 habe ich Patricia Gruber, eine Autorin, visuell, digital kennenlernen dürfen. Sie schreibt Bücher und da war ja die Zeit des Karibiks, ne? Kommt ja wieder, fünfter Teil, die Piraten der Karibik, ja, mit Johnny Depp. Daraufhin kamen wir ins Gespräch. Sie heißt jetzt Trisha Galore. Trisha Galore, und wir sollen nicht Platz haben hier neben mir, blende ich natürlich alles ein. So, sie ist Autorin und schwirrt so in Hottenbach, irgendwo in Idar-Oberstein. Mehr möchte ich jetzt nicht verraten, wenn, dann soll sie es selbst verraten. Ich habe sie gebeten, einen Videoclip zu machen, um den Zuschauern, den kommenden Zuschauern der Serie Trish Galore und der Plausch mit dem Medienkanzler, denn wir werden über Bücher plauschen. Bücher plauschen der Trisha Galore. Denn Trisha Galore schreibt Bücher. Und diese Bücher möchte ich gerne vorstellen. Für Trish und für euch. Für alle Lesewürmer und so weiter. Es wird entwickelt, ja, im Medienhaus wird das Ganze jetzt entwickelt. Aber das Medienhaus ist im Umbruch, weil euer Medienkanzler sehr viel Spaß hatte von 96 an. Spaß, ja. Es hat richtig Spaß gemacht, vor der Kamera zu sein und spaßige Videos zu machen. Aber die sind ja wohl vorbei. 2016 ist ja jeder große Künstler. Da steige ich jetzt sofort ein, weil ich ja nun mal der Admin von Star Wars bin. Bin also der Admin von Star Wars bei Facebook und habe da eine Gruppe von 600, die stetig wächst, sie ist brandneu, bedingt dadurch, dass der Film 2015 Dezember ins Kino kam. Ja, die Macht ist erwacht und euer Medienkanzler ist auch erwacht. Der ist wach geworden und hat einigen Künstlern die Tür zugemacht. Die haben ihre Chance vertan. Ja, viele Künstler sind analog jeden Tag im Copyhouse zu Gast, weil sie ja da ihre Drehbücher kopieren müssen oder herstellen oder schreiben müssen oder ihre Filmclips schneiden müssen etc. pp. Die Mischung Copy and More und Medien and More, die hatte ich halt 2010 und die habe ich dann entwickelt als Firma. Und mir macht es riesen Spaß. Gut, ich sehe gerade noch eine Frage hier. Ja, der Medienkanzler ist 100% solo. Er hat lange genug die Welt der Frau an sich um sich gehabt, dass der Medienkanzler jetzt sagt: Danke, es war schön. So, ich liebe alle Frauen. Alle, egal. Wirklich. Erstens, hypothetisch kann ja jeder bei uns Kunde werden. Als Firma. Jeder. Und deswegen geht es gar nicht, überhaupt nicht. Jeglichen Faschismus oder jeglichen Rassenhass, tut mir leid, geht nicht, mache ich nicht, will ich nicht. Klar? Auf dieser Stelle gesagt. Ich hatte irakische, iranische Freunde, persisch, ne? Persischer Raum. Hatte mich selber mal in dem Raum bewegt. So, jetzt bin ich rein deutsch, rein NRW und ich bleibe deutsch. Ich lebe zwar in einem muslimischen Haus mittlerweile. Dieses Haus war mal 100% deutsch, ist jetzt 100%, nee, 95, weil ich ja hier wohne, 95% muslimisch. Ja, ist eben so. Sonntags geht hier die Post ab und Sonntag, Samstag und Feiertage kennen die nicht. Das ist eben so. So, und deswegen kann ich also in Ruhe arbeiten. Das tue ich ja jetzt gerade, mache diesen Videoclip und möchte Trish vorstellen. Das ist jetzt die Einleitung. Wenn ich Trish vorstelle, werde ich also nur über Trish sprechen. Ja, Trish kann man ja finden bei Facebook, blende ich unten ein, Trish Galore. Ich möchte sie persönlich vorstellen als Model und sie war auch schon im Fernsehen und als Buchautorin. Also wie gesagt, Idar-Oberstein ist nicht mal gerade um die Ecke in Nordrhein-Westfalen. Aber das Schöne an der Geschichte ist ja, dass wir digital arbeiten können heute. 2006, ich habe schon für viele gearbeitet, tagtäglich mache ich es ja als Medienkanzler. Dank digital ist das ja heutzutage möglich. 95, 96 war das nicht möglich. Da fingen wir gerade an und jeder hat gesagt, was ist das denn? So, 95, 96 hätten wir uns nicht, ging gar nicht, aber ist egal.
2016, es geht. Ich habe mit, also mit Österreich gerade abgedreht. Blende ich unten ein, das ist der Twister. Das Produkt kann ich empfehlen, ist in Ordnung. Dann habe ich Gott sei Dank hier um die Ecke mit jemandem gearbeitet, das ist Lidano. Herrenausstatter aus Mailand, Rom. Hat aber die Filiale hier, deswegen konnte ich da schnell hin, weil Mailand, Rom, meine lieben Freunde, darauf möchte ich auch die Frage beantworten. Nein, ich komme nicht vorbei. Ich sehe nicht ein, dass ich ca. 15.000 Euro an Wertgegenstand, Licht, die Maschinerie, die Kameras in ein Auto, das jetzt mittlerweile einen Wert von 3.000 hat, wenn überhaupt, ich weiß nicht, was der TÜV dazu sagt, aber egal. Ich sehe nicht ein, dass ich dieses Kapital an Medien in ein Fahrzeug packe, 800.000 Kilometer fahre und wenn ich Glück habe, bekomme ich 300 Euro. Nee, das geht nicht, also da müssen wir schon die Kirche im Dorf lassen. So, also ich stelle euch Trish Galore vor demnächst. Das ist eine Autorenseite, das ist eine Autorin, die Bücher schreibt. Ja, jetzt stelle ich mich jetzt hier zum allerletzten Mal vor, weil wer den Medienkanzler nicht kennt, hat sowieso das ganze Internet verpennt. Seit 96 on air, ja, und nach 2000 sogar digital Astra 98,5. So, als YouTuber für Maischberger, ZDF, als YouTuber für Schreinemarker, ja, und diverse andere. Tagtäglich habe ich Aufträge zu bearbeiten. Tagtäglich. Ich habe eine 7-Tage-Woche. 24 Stunden ist alles online. Marktplatz bei Amazon haben wir auch. Nur da verkaufe ich im Moment nichts, weil ich habe keine Zeit. Vielleicht schreibe auch ich wieder Bücher, denn auch ich bin Autor. Aber mehr für dramaturgische Sachen, Theaterstücke, Laiendarstellungen. Ich helfe nämlich gerne den Nicht-Profis. Ja. Nicht-Profi, das bedeutet Leute mit Leidenschaft, Herzblut. Ja, mit einer Träne im Auge, wenn der Ton mal scharf wird. Den Leuten helfe ich unheimlich gern. Und nicht den Profis. So. 10 Jahre hat man Stromberg. Ja. Wer erinnert sich noch an die Serie? Circa 1,5 Millionen, denen das gefallen hat, Stromberg, die Serie. Daraus waren auch einige Künstler im Medienhaus, denen ich dann geholfen habe. Punkt. Kein Brainpool mehr, kein Stefan Raab mehr und kein Stromberg mehr. Und deswegen abgeschlossen. So, dann haben wir natürlich Wendler gegen Wendler gehabt. Frank Wendler war ja da, habe ich euch also auch gezeigt. Das sind so Spontanvideos. Spontanvideos, da freut man sich, wenn einer reinkommt und sagt, gut, mach Kamera an, lass uns Blödsinn machen. Die meisten Künstler, die reinkommen, ob das Henning Baum ist oder diverse andere, ich will jetzt nicht alle nennen, aber es sind einige. Katze Klo, Katze Klo, mach die Katze froh. Ja, ja, die auch. Ach ja, ich meine, Mülheim ist ja nicht weit. Ne? Mülheim, Düsseldorf, also das Geschäft ist zentral an der Autobahn. Ihr könntet das Geschäft und den Shop und auch die Medien, das Medienhaus und die gesamten Studios, die um uns herum sind, also um mich herum sind. Ich habe mich entschlossen, Ich-Videos zu machen. Deswegen heißt das ja auch Medienkanzler-Plaustunde, Videoplaustunde. Wir sind natürlich eine Firma und ich bin der Chef der Firma und ich erdreiste mir, Videoclips zu machen, spaßige. Ja, so wie 1996 halt. Ich bin nicht 96 stehen geblieben, um Gottes Willen. Ich habe mich entwickelt und wir haben das Jahr 2016. Und ja, Film machen kostet Geld. Da bin ich zum Schluss. Ich will da nicht so lange machen. Ich wollte nur ein paar Fragen beantworten. Ich wollte euch die Trish vorstellen. Trisha Galore. Und, also da ich demnächst da was machen werde. Und ich möchte einfach nur sagen, ihr seid total recht herzlich willkommen beim Sondersender Nordrhein-Westfalen, Sondersender-nrw.tv bei Facebook. Auch die Frage wird ganz schnell beantwortet. Alle Webseiten sind geschlossen worden. Deswegen hat es natürlich mit einigen Künstlern Ärger gegeben. Meine lieben Künstler, wenn ich euch schon was schenke, das ist mein Geld, ja, dann habe ich auch das Recht, irgendwann zu sagen, du, ich kann nicht weiter euch, ne? Also habe ich einige Webseiten, einiger Stars und Sternchen von YouTube, ja, die kein Mensch kennt, aber egal, gestrichen. Weil
ich sehe nicht ein, dass ich Geld ausgebe, damit andere da in irgendwelchen Fahrwassern ohne zu nennen. Also meine lieben Freunde, ihr könnt wenigstens nennen, dass da der Medienkanzler gemacht hat. Hm? Müsst ihr nicht, aber solltet ihr, wenn man euch schon einen Laptop schenkt, ne? Wo mal eben 300 Euro schenken und danach niemals guten Tag zu sagen, irgendwie ist das eine Frechheit. Mal so als Abschluss. Für die, die das Video jetzt sehen und immer noch sehen, dass der Medienkanzler, ne? Der Medienkanzler macht immer noch. Ja, und er will auch weiterhin. Auch mit 85. Da kennt er nichts. Ja, wie gesagt, es ist vieles eingefroren worden an Websites und ich überlege mir, ob ich überhaupt noch eine Website mache, weil ich bin ja nochmal eine Firma und betreue eine Firma. Und wenn man sich dann mit den ganzen Zustellern unterhält, die dann lieber Apps haben möchten, Apps und keine Website mehr, die also einem was verkaufen wollen. Jeden Tag kommt einer rein, der einem was verkaufen will. Ist ja nicht herrlich. So. Ich habe euch auch gesagt, das meine ich ernst, ist die Wahrheit. Den Lärm, den ihr da ständig hört, ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt, der müsst ihr jetzt hier gleich vorbeibrettern. Das ist jetzt kein Witz. Ist leider so. Wir haben reichlich Asylheime hier und ständig ist da was los. Also eine richtige Kameraaufnahme ohne dieses Tatütata ist kaum noch möglich. Da in dieser Woche, letzte Woche, das Asylbüro vorbeigekommen und gesagt, dass ich mich nicht überrannt vorkommen soll im Copyhaus, weil im Copyhaus die Asyl beantragen, ja sich irgendwie, ne, unterhalten wollen. Und mit dem Handy klappt das alles nicht so. Ob ich dann die gesamten PC-Plätze, die da sind, zur Verfügung stelle. Bin gespannt, ob die auch Lust haben zu bezahlen, weil umsonst ist nicht mehr. Ich bin zwar sozial eingestellt, aber sozial ist nicht mehr. Darum ist das Thema auch abgehandelt mit Website und Stars und Sternchen. Ich fange also neu an. Euer Medienkanzler fängt ganz neu an. Baut auch selber das Studio um. Das Studio lustig. Es werden 3 Studioräume gebaut. Da ich das aber alles alleine mache. Ja, weil Hobby, Beruf, Beruf, Hobby. Ich sag euch, das macht Spaß. So, ich bin kein Ich-Mensch. Ich mag die Ich-Gesellschaft nicht. Ich mag auch die Raubritter nicht, die nur an sich denken und nur Geld haben wollen. Bin wirklich ein Herzmensch und schenk auch. Sonst hätte ich ja nicht mal eben da so einem für 300 Euro einen Computer geschenkt. Ne? So ein Star. Ja, ich sag nur Stromberg. So, und die anderen haben auch reichlich Geschenke bekommen. Die haben Kameras geliehen bekommen, die haben Studio geliehen bekommen, die haben die Green Rooms geliehen bekommen. Also, ich habe nie Geld genommen, vorbei. 2016 kostet das. Ja, wenn keiner kommt, Pech gehabt. Nicht ich, ihr, denn ich habe alles. So, ich werde mir vieles selbst ausdenken, wo ich auch selber Geld bezahle. Und da sind wir auch zum Kern der Sache. Dieses Video hat jetzt im Inhalt die Beantwortung, dass ihr beim Medienkanzler, ist eingeblendet, Fragen stellen könnt. Dann, dass die Studios gebaut werden, nach 3 Stück werden entstehen, darunter ist auch ein VR-Room. Ich muss immer schmunzeln, ey. In den 70er, 80er Jahren hatte ich das schon, aber egal. Also 70er, 80er Jahre war VR, Virtual Reality, und jetzt kommt alles wieder. So, dank PlayStation, Sony, dank den anderen. Also mit Sony fange ich an. Bei mir kann man Sony testen mit der Brille. Ab Oktober wird geliefert. Wenn ich Glück habe, September, Oktober, November, Dezember, so in dem Dreh, dass man da einigen Kunden vor Ort das anbieten. Ich werde auch drehen darüber, ich werde auch darüber berichten. Ja, aber vorerst, ich habe beinahe wieder, ne, vergessen, Trish Color. Ja, also ich werde Bücher vorstellen, werde die Künstlerin vorstellen und sollte ich Zeit haben, fahre ich auch vor. Aber Ida Oberstein ist nicht mal eben von Nordrhein-Westfalen um die Ecke, auch wenn ich Autoanbindung habe. Ja. Düsseldorf sind 50 Kilometer, Holland sind 67 Kilometer, Duisburg 50 Kilometer, damit ihr schon mal so einen, ne, den zentralen Punkt von Copyshop und Medienshop oder Copyhaus und Medienhaus in so 50 Kilometer Radius durch diese Autobahn einmal drauf fahren und dann rechts, links. Ich kann überall hin, komme auch überall hin.
Nur es muss Sinn machen, dahin zu fahren. So, ich habe jetzt wieder ein wahnsinnig langes Video gemacht, weil ich ja Medienkanzler und Plauschstunde. Und ich mache eine Menge. Und das schon seit 1966, also passt alles gar nicht in so einen Videoclip. Helfen, natürlich helfen, gerne helfen. Ist okay, mache ich. Ja, so, zum Schluss an alle Pool-Stations. Natürlich suche ich. Ich suche gute Kandidaten, gute Leute, Models, Sprecher etc. pp., um eine tolle Sache im Jahre 2017 hochzufahren. Darum wird ja jetzt 2016 alles umgebaut. Und die, die dann passen werden, also ich rufe jetzt zum Casting auf, deswegen unter Medienkanzler schreiben, diesbezüglich und auch eure Preisvorstellung. Ja? Also die, die da mit 1000, 2000 um die Ecke räumen, meine lieben Freunde, geht mal nach Filmpool, Brainpool und wie sie alle heißen, ja? Dann lernt ihr auch mal die Preise kennen. Ja? Okay? Nee, ist nicht. So, eine Hand wäscht die andere Hand, das biete ich an und natürlich Bezahlung je nach Bedarf. Ja, das war's mit diesem Videoclip. Das war mal wieder so ein Medienkanzler-Videoplausch, aber nur für die, die ernsthaft verstehen, worum es geht. Und die ernsthaft aus dem Beruf kommen und die ernsthaft verstehen, was es bedeutet, eine Firma zu führen. Nur für die. Alle anderen, habt ihr schon gemerkt, kann man nicht drunter schreiben, habe ich nämlich gestrichen. Bringt ja nichts. Es bringt nichts. 3 Milliarden. Stefan Raab hat mal in seiner Sendung was dazu gesagt, zu online. So. Ich weiß auch nicht, warum alle mit 50 abhauen. Ist euch schon mal aufgefallen? Alle, die so 50 Jahre alt werden, hauen ab. Ja. Nee. Mit 50 sollte man nicht abhauen, mit 50 sollte man loslegen. Aber egal, ist meine Meinung. Ist die Meinung vom Medienkanzler. So, ich hoffe, der Videoclip hat gefallen und ihr habt verstanden und geht mal auf die Seite. Ne? Ja. Von Trisha Galore. So, Trisha Galore empfehle ich euch. Alias Patricia Gruber, Autorin, Model, Entertainerin. Ja, aus Hottenbach, Ida Oberstein. In der Richtung. Kann aber auch Rheinland-Pfalz sein. Wo genau, verraten wir nicht. Aber eins verraten wir, die Bücher sind klasse. Die stelle ich euch vor. Demnächst.